Wer mein Video von gestern gesehen hat, der wird sich wahrscheinlich über dieses Video ein bisschen wundern, denn gestern habe ich mich noch etwas konfus über die Situation geredet, welche Legende wird es denn jetzt nun im Endeffekt? 3, 4 Legenden könnten es jetzt tatsächlich in Season 19 werden. Gestern hatte sich nämlich ein Apex Legends Animator zu Wort gemeldet, der so ein bisschen hat durchblicken lassen, was passieren könnte. Wer das genauer wissen will, der sollte das Video von gestern noch schauen. Das werde ich jetzt nicht weiter anreißen. Aber kurioserweise ist heute vor wenigen Stunden ein Leak aufgetaucht von einem ehemaligen Spieletester, der die Fähigkeiten von Conduit neu, ich sag mal, ausrollt. Drei Fähigkeiten, na klar, hat sie. 2 der Fähigkeiten, die geleakt wurden, sind auf einmal verschwunden. Eine bleibt. Sie hat eine neue Passive, sie hat eine neue ultimative Fähigkeit, lediglich die taktische Fähigkeit und meiner Meinung nach die beste mit den alten Fähigkeiten bleibt bestehen. Und so wie Conduit jetzt ist und wenn sie denn tatsächlich so kommt, gefällt mir so tatsächlich ganz gut. Nur die ultimative Fähigkeit, da bin ich noch ein bisschen am Rätseln. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie es funktionieren könnte. Titanfall-Fans können sich auf jeden Fall freuen. Anscheinend kommen die Titanfall-Batterien endlich zurück. Die wurden vor ewigen Jahren schon geleakt. In den Gamefiles gefunden, auch in Playtest-Areas wurden diese Batterien in Apex Legends gefunden. Bis heute nicht den Weg ins Apex Legends-Universum gefunden. Und es kann zusammenhängen mit der ultimativen Fähigkeit von Conduit. Und wenn sie tatsächlich so kommt, kann ich nur sagen, dann wird es eine interessante Legende. Ich sage euch jetzt also diese Spieletests sind schon ein paar Monate her. Der scheint auch kein Spieletester mehr zu sein und haut jetzt diese Leaks raus. Alles, was gelb markiert ist, sind die interessanten Sachen. Das ist jetzt erstmal die Passive, dann die taktische und die Ulti. Die passive Fähigkeit finde ich schon sehr, sehr interessant. Ursprünglich hieß es, sie kann passiv ihre Schilde regenerieren, wie bei Watson. Plus, wenn Teammates in der Nähe sind, wird das so ein bisschen gestackt und es geht schneller. Also je mehr Teammates in der Nähe sind, desto schneller regenerierst du dein Schild passiv. Fand ich eigentlich eine interessante passive Fähigkeit. Aber ihr Movement Speed erhöht sich um bis zu 40%, je weiter weg du dich von deinen Teammates bewegst. Und das ist eine taktisch sehr geniale Geschichte, wenn du dir mit deinem Squad ein POI aussuchst. 2 von deinen Teammates landen vielleicht ein bisschen weiter weg und du am Rand des POIs, um in Ruhe zu looten. Und dann kannst du dich so schnell beim Looten bewegen und das die ganze Zeit scheinbar, bis du dich langsam deinen Teammates näherst. Und je näher du dran bist, desto geringer wird die Geschwindigkeit oder der Geschwindigkeitsboost, bis du final wieder in einem gewissen Umkreis bist, wo du normal läufst. Das ist auf jeden Fall, und das soll ungefähr so ähnlich sein wie bei Bangalore, bloß scheinbar verstehe ich das zumindest so, dass es die ganze Zeit so ist, solange du dich eben außerhalb einer gewissen Reichweite deiner Teammates befindest. Das klingt nach einer extrem starken passiven Fähigkeit. Die taktische bleibt gleich, alt geleakt und immer noch am Start, dass du taktisch auf eine deiner Teammates zielen kannst und kannst den 25 Lebenspunkte deines Schildes abdrücken. Du opferst quasi was von deinem Schild und es soll wohl mehrere Ladungen geben. Wie viele genau, scheint nicht klar zu sein, aber ich gehe mal davon aus, dass es zwischen 2 und theoretisch maximal 5 sein könnten, je nachdem wie viel Schild du natürlich hast. Wenn du ein rotes Evo-Schild hast, könnten es theoretisch maximal 5 Ladungen sein. Vielleicht sind es aber auch nur 3. Keine Ahnung, das müssen wir mal abwarten. Du musst dich im Umkreis oder die Teammates müssen sich in der Nähe befinden, damit du die anvisieren kannst und kannst dann was von deinem Schild abdrücken und die 25 Schildpunkte gehen dann 1:1 auf dein Teammate über. Du bist vielleicht irgendwo in Deckung, die Gegner raffen dich nicht, Gegner versuchen ein Teammate von dir zu downen und du versuchst oder du taktisch lädst du die immer und immer. Ich habe einen Sprachfasching heute, das geht ja gar nicht zum Samstagabend. Du lädst sie immer und immer wieder auf und die Gegner wundern sich, Mensch, warum kriege ich den Gegner nicht da? Und das stelle ich mir schon sehr interessant und ziemlich belastend vor. Je nachdem, ob du das sofort abdrückst oder ob sich dann das Schild langsam regeneriert. Das ist noch nicht so ganz klar, das finde ich auf jeden Fall. Aber eine sehr kreative Geschichte. Aber ich glaube, dass die 25 Punkte sofort übergehen. So, dann die ultimative Fähigkeit. Und mir ist nicht ganz klar. Und hier bin ich mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Die ultimative Fähigkeit sollen 6 bis 8 platzierbare Titanbatterien sein, die, wenn der Effekt eintritt, wenn die Gegner geschockt werden, werden sie geschockt, klar, die kriegen Schaden, die werden geslowt und werden kurze Zeit daran gehindert, sich weiter zu bewegen in die Richtung, wo sie vielleicht gerade hinwollen. Es wird aber nicht wirklich beschrieben, wie es funktioniert. Ich glaube nicht, dass das so ist, dass du irgendwelche Gasfallen hinstellst und irgendwann laufen die da rein und dann knallt, sondern es ist ja eine ultimative Fähigkeit. Du haust wahrscheinlich diese 6 bis 8 Batterien mit einmal raus.
Entweder wird es so sein wie jede andere ultimative Fähigkeit, sie knallt sofort, wie der Airstrike von Gibby oder von Bangalore. Es passiert halt sofort irgendein Effekt. Und dann knallt das halt, und wenn du jemanden triffst, triffst du jemanden, wenn du nicht triffst, triffst du halt nicht. Aber ich könnte mir eher vorstellen, und das geht aus dieser Beschreibung eben nicht hervor, es sind, weil hier auch steht, die können nicht zerstört werden. Wenn der Effekt sofort eintritt, was willst du also zerstören? Weil bei Caustics Ult kannst du auch nichts zerstören, obwohl du die Gasfallen kaputt machen kannst. Deswegen gehe ich davon aus, dass du diese 6 bis 8 Batterien irgendwo platzierst, und erst wenn ein Gegner reinläuft, wird final wahrscheinlich eine Explosion ausgelöst, ein Stun-Effekt, keine Ahnung. Das ist das Einzige, was für mich zumindest Sinn macht. 6 bis 8 platzierbare Titan-Batterien, die Gegner stunnen, beschädigen und so weiter und so fort. Das wäre so ungefähr, das ist auf jeden Fall, gib mir mal einen Tritt. Gibt es eine ultimative Fähigkeit, die so ähnlich funktioniert? Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall, also ich würde jetzt gerade mal spontan behaupten, das ist die erste Fähigkeit, die erste ultimative Fähigkeit, die, dass wir die so platzieren können, dass sie den Gegner extrem eine reinballern können. Ansonsten alles, was platzierbar ist, sind eigentlich taktische Fähigkeiten. Wenn ich jetzt an die Spikes von Catalyst denke oder die Gasfallen zum Beispiel oder die Zäune und so weiter. Das sind alles platzierbare Gegenstände, aber keine ultimative Fähigkeit. Und eine ultimative Fähigkeit, die du platzierst, du, was weiß ich, du kannst vielleicht irgendwie Türen, Zugänge blockieren, da die Dinger nicht zerstörbar sind. Laut der Beschreibung, stellt euch mal vor, ihr habt nur noch eine einzige Fluchtmöglichkeit durch die Tunnel von World's Edge zum Beispiel. Wenn du nur noch diesen einen Weg hast, hier ehemals Trainyards, weiß jetzt nicht, wie der Spot heißt, Richtung, wo der Tresor unterirdisch ist, wenn du da durch musst und du hast auf einmal diese ganzen Titanbatterien vor dir liegen, die du nicht zerstören kannst, dann holla die Waldfee, wird das wahrscheinlich eine richtig eklige Geschichte werden. Und wenn du dann gestunt bist und die Gegner auf dich warten mit der gegnerischen Conduit, dann kannst du mal davon ausgehen, dass safe einer von denen draufgegangen ist. Und das klingt schon echt sehr, sehr interessant. Was sagt ihr? Habt ihr vielleicht noch einen anderen Effekt? Also ich habe schon mal einen Playtest gesehen, wo diese Fähigkeit so ähnlich war. Da ist der Effekt aber sofort eingetreten. Aber weil hier explizit platzierbare Titan-Batterien steht, she places like 6 or 8 of them. Platzieren. Wie gesagt, das klingt nicht nach Werfen. Effekt tritt sofort ein. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, aber die Erklärung, so wie ich sie gerade für mich gefunden habe, ist die geilste, finde ich. Sollte es so sein, klingt das nach einer Menge Spaß für eine wahrscheinlich angreifende Legende und keine Support-Legende, wie ich ursprünglich eigentlich dachte mit den ganzen Schildfähigkeiten. Also die ultimative Fähigkeit ist definitiv angreifende Fähigkeit. Also wird sie wahrscheinlich auch die Kisten, diese Angreifer Bins öffnen können. Leute, welche Variante findet ihr besser? Die altgeleakte Conduit mit den ganzen Schildfähigkeiten. Ich kann euch gerne noch mal ganz kurz sagen, die ultimative Fähigkeit war auch so eine Art Arc-Flash. Du haust, glaube ich, mehrere Arc-Granaten oder sowas in einem Wirkungsbereich raus und alles, was an Schaden gegen die Gegner passiert, auf die Schilde, nicht auf die Lebenspunkte, hast du prozentual als Heilung auf dein eigenes Schild bekommen. Das klingt nicht schlecht, aber auch nicht mega atemberaubend. Wenn dein Schild voll ist, hat dir die Ulti nicht viel gebracht, außer dass die Gegner einen fetten Damage vielleicht kassiert haben. Und die taktische bleibt wie gesagt gleich. Und die passive wäre halt Regeneration über Zeit aufs Schild. Und wenn du mehr Teammates in der Nähe hast, stackt sich das. Und wenn du sogar Teammate-Banner, die du reviven willst, am Respawn biegen, wenn du die eingesammelt hast, auch dann wäre der Schildheilungseffekt passiv schneller. Auch nicht schlecht, aber so klingt meiner Meinung nach Conduit auf jeden Fall interessanter, und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Leute, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ich denke mal, in den nächsten 1-2 Wochen werden wir so langsam aber sicher wirklich beantworten können, wer es denn tatsächlich wird. Also, bis die Tage. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.